Herzlich willkommen zu den Erklärvideos der Fachstelle Gentechnik und Umwelt. Heute zum Thema der Möglichkeiten von CRISPR-Cas. Mein Name ist Katharina Kawall, ich bin promovierte Molekularbiologin und ich begleite euch heute durch dieses Video. Das vorherige Video zur Beschreibung der Technik von CRISPR-Cas endete mit einer Übersicht, welche Veränderungen durch die Anwendung der Genschere CRISPR-Cas im Erbgut möglich werden. Ich möchte mit euch diese Übersicht zur Erinnerung noch einmal durchgehen. Sie ist wichtig, um dieses Video besser zu verstehen. Mit der einfachsten CRISPR-Cas-Anwendung namens SDN1, bei der nur kleine Veränderungen am Erbgut herbeigeführt werden, können Gene ausgeschaltet oder in ihrer Wirkung verändert werden. Außerdem können damit Gene aus dem Erbgut deletiert, also gelöscht, oder die Genexpression verändert werden. Ich werde euch in diesem Video zeigen, dass durch eine Kombination dieser Möglichkeiten vielfältige und komplexe Veränderungen im Erbgut möglich werden, wodurch neue Genotypen entstehen können. Als Genotyp bezeichnet man die genetische Ausstattung eines Organismus, also die Gesamtheit der in den Genen festgelegten Erbinformationen. Ich werde euch Schritt für Schritt erklären, wie neue Genotypen durch SDN1-Anwendungen von CRISPR-Cas entstehen können. CRISPR-Cas ermöglicht die Veränderung mehrerer identischer DNA-Sequenzen sowie die Veränderung mehrerer nicht identischer DNA-Sequenzen, auch Multiplexing genannt. Außerdem können gekoppelte Gene und besonders geschützte Bereiche des Erbguts verändert werden. Zuerst werde ich über die Möglichkeit sprechen, mit CRISPR-Cas identische DNA-Sequenzen zu verändern. Es wird mitunter der Eindruck vermittelt, dass durch SDN1-Anwendungen von CRISPR-Cas nur eine einzelne Punktmutation im Erbgut herbeigeführt wird. Das ist allerdings eine sehr starke Vereinfachung, die Wesentliches außer Acht lässt. Mit CRISPR-Cas können nämlich alle DNA-Regionen mit der gleichen Zielsequenz auf einmal verändert werden. Pflanzen besitzen oft mehrere Chromosomensätze, wie zum Beispiel der Weizen mit einem sechsfachen Chromosomensatz. Man sagt auch, er ist hexaploid. Gene liegen also in sechsfacher Kopie vor. Wird nun gemeinsam mit der Genschere eine Guide-RNA, die der Genschere dazu dient, die Zielsequenz im Erbgut aufzuspüren, in die pflanzliche Zelle eingebracht, kann die Zielsequenz der DNA nicht nur einmal erkannt und geschnitten werden, sondern mehrfach. Im Endeffekt können bis zu sechs Veränderungen auf einmal gemacht werden. Es können also alle DNA-Regionen mit der gleichen Zielsequenz verändert werden. Mit Hilfe einer einzigen Guide-RNA können so mehrere gleiche Gene in polyploiden Pflanzen, also Pflanzen mit mehr als zwei Chromosomensätzen, gleichzeitig verändert werden. Außerdem können mehrere Genkopien eines Gens auf einmal verändert werden. Das ist besonders relevant zur Veränderung bis hin zum Ausschalten von ganzen Genfamilien. Sie entstehen dadurch, dass sich Gene mehrfach duplizieren. Genfamilien können mehrere hundert Gene umfassen und an einem Bereich des Erbguts oder im Erbgut verteilt vorliegen. Genfamilien kommen in Pflanzen häufig vor und spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung neuer Pflanzenarten. Hier habe ich zwei konkrete Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur für euch, die zeigen, was erreicht werden kann, wenn mehrere identische DNA-Sequenzen verändert werden. In einem Weizen wurden beispielsweise mithilfe von CRISPR-Cas 35 von insgesamt 45 Alpha-Gliadin-Gene auf einmal ausgeschaltet. Alpha-Gliadine gehören zu einer großen Genfamilie und sind Hauptbestandteil von Gluten. Der Weizen enthält also weniger Gluten. Ein weiteres Beispiel ist die Kulturerdbeere, die einen achtfachen Chromosomensatz hat und bei der viele Kopien eines Gens auf mehreren Chromosomen verteilt sind. In der Erdbeerstudie wurden mehrere Kopien eines bestimmten Gens auf einmal ausgeschaltet, was dazu führte, dass sich der Staubbeutel anders entwickelt. Diese beiden Beispiele zeigen, dass selbst die einfachste Anwendung der Genschere tiefgreifende Veränderungen an der Pflanze bewirken kann, indem mehrere Kopien eines Gens verändert werden. Als nächstes möchte ich euch eine Anwendung namens Multiplexing erklären, also die Veränderung mehrerer nicht identischer DNA-Sequenzen.
Beim Multiplexing werden mehrere Guide-RNAs zusammen mit der Genschere in die pflanzlichen Zellen eingebracht, hier angedeutet durch die verschiedenen Farben der Scheren. Das führt dazu, dass mehrere unterschiedliche DNA-Bereiche gleichzeitig verändert werden. Natürlich werden beim Multiplexing nicht nur einzelne Kopien der Zielgene verändert. Auch hier werden mehrere identische DNA-Sequenzen verändert, weswegen das Multiplexing kombiniert mit der Veränderung identischer DNA-Sequenzen auftritt. Wenn wir uns das am Beispiel des Weizens mit seinen 6 Chromosomensätzen anschauen, heißt das, dass wenn 3 verschiedene Guide-RNAs verwendet werden, bis zu 18 DNA-Sequenzen auf einmal verändert werden können. Es stellt sich die Frage, warum mehrere Gene in einer Pflanze durch die Verwendung unterschiedlicher Guide-RNAs gleichzeitig verändert werden sollen. Nun, viele Eigenschaften in Pflanzen, wie zum Beispiel Stresstoleranzen, sind von mehreren verschiedenen Genen abhängig. Und eben solche Eigenschaften hofft man, mit Multiplexing-Ansätzen verändern zu können. Fraglich ist, ob sich diese Pflanzen im Anbau bewähren können. Zudem erhöht die Komplexität der möglichen Anwendungen der Genschere die Wahrscheinlichkeit für ungewollte Veränderungen von Stoffwechselwegen. Wenn beispielsweise ein Gen ausgeschaltet wird, das an mehreren Prozessen in der Zelle beteiligt ist und dessen Funktionen noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Auf ungewollte Auswirkungen auf natürliche Interaktionen gehe ich in den Videos über die Risiken von CRISPR-Cas genauer ein. Auch hier habe ich euch ein paar Beispiele zusammengefasst, die zeigen, wie komplex die Anwendungen der Genschere CRISPR-Cas sein können. Bei einer weiteren Anwendung mit Weizen wurden 3 verschiedene Gene verändert, um den Ertrag zu erhöhen. Bei einem Reis wurden 8 verschiedene Gene so editiert bzw. verändert, um einen höheren Ertrag, einen veränderten Wuchs und einen veränderten Duft zu bewirken. Diese und weitere Beispiele zeigen, wie mächtig die Genschere ist. CRISPR-Cas kann außerdem dazu verwendet werden, sogenannte gekoppelte Gene zu verändern. Gene, die sehr nah beieinander auf einem Chromosom liegen, werden als gekoppelt bezeichnet, weil sie meist, also sehr wahrscheinlich, gemeinsam vererbt werden. Befinden sich 2 Gene auf verschiedenen Chromosomen oder auf demselben Chromosom, aber mit größerem Abstand zwischen ihnen, dann sind sie nicht gekoppelt und können getrennt voneinander vererbt werden. Mit CRISPR-Cas können gekoppelte Gene voneinander getrennt werden, indem man zum Beispiel eines der beiden Gene mit kleinen Veränderungen der DNA-Sequenz ausschaltet. Damit kann die gemeinsame Vererbung bestimmter Eigenschaften aufgehoben werden. Auch hier habe ich 2 Beispiele für euch. Einmal eine genomeditierte Tomate, bei der 2 Gene voneinander getrennt werden, die zum einen die Form der Frucht und zum anderen die Verbindung zwischen der Frucht und dem Stängel festlegen. Durch CRISPR-Cas wurde die gemeinsame Vererbung dieser beiden Eigenschaften aufgehoben, sodass man jetzt eine Tomate erhielt, die eine ganz bestimmte Fruchtform hat und leichter zu ernten ist. Außerdem können Veränderungen direkt in Elite-Linien eingebracht werden, ohne einen Rückkreuzungsprozess, durch den man normalerweise gekoppelte Gene auskreuzt. Mit CRISPR-Cas lassen sich bestimmte Eigenschaften direkt in Elite-Linien einbringen, wie zum Beispiel bei diesem Mais hier, der süßer schmeckt und einen höheren Stärkegehalt hat. Und nun zum letzten Punkt, der Veränderung besonders geschützter Bereiche des Erbguts. Die klassische Evolutionstheorie nimmt an, dass natürlicherweise in allen Genen mit gleicher Häufigkeit neue Mutationen auftreten können, unabhängig von der Genfunktion und der Konsequenzen für die Fitness des Organismus. In den letzten Jahren sind einige wissenschaftliche Arbeiten erschienen, die jedoch zeigen, dass natürlicherweise neue Mutationen in bestimmten Bereichen des Erbguts häufiger auftreten als in anderen. Das zeigen Arbeiten mit Arabidopsis thaliana, einer Modellpflanze aus der Grundlagenforschung, aber auch Arbeiten mit menschlichen Zellen und mit Hefezellen. Mutationen sind demnach im Erbgut nicht gleichmäßig verteilt. In vielen funktionell wichtigen Bereichen des Erbguts treten weniger Mutationen auf, wie beispielsweise in Genbereichen. Die Mutationsrate ist dabei abhängig von bestimmten Reparaturmechanismen, die dafür zuständig sind, neu auftretende Mutationen in solchen Bereichen zu reparieren.
Außerdem spielt die Lage einer Region innerhalb eines Gens eine Rolle. Es zeigte sich nämlich, dass in den äußeren Bereichen von Genen mehr Mutationen auftreten als in den inneren Bereichen, die häufig Genfunktionen vermitteln. Es zeigte sich auch, dass spezifische epigenetische Marker an den Genbereichen angereichert sind, die besonders durch die eben genannten DNA-Reparaturmechanismen geschützt sind. Epigenetische Marker sind vererbbare Faktoren, die nicht direkt in der Abfolge der DNA-Sequenz verankert sind und die Genaktivität regulieren. Man kann sich diese epigenetischen Marker wie Schalter vorstellen, die an Genen sitzen und sie an- oder ausschalten. Mit CRISPR-Cas können Veränderungen überall im Erbgut induziert werden. Das ergibt sich aus der Wirkweise der Genschere. Im Falle, dass ein durch CRISPR-Cas bewirkter DNA-Doppelstrangbruch so repariert wird, dass der Originalzustand wiederhergestellt wird, so kann CRISPR-Cas die Zielsequenz erneut erkennen und dort schneiden. Schlussendlich erhöht die Genschere so die Wahrscheinlichkeit, mit der in solchen geschützten Bereichen des Erbguts Veränderungen auftreten können. Mit CRISPR-Cas können also auch Genbereiche verändert werden, in denen Mutationen natürlicherweise sehr selten sind. Hier habe ich ein Beispiel für euch. In dieser Studie wurde ein spezifischer Bereich der Zielgene mit CRISPR-Cas jeweils so verändert, dass die Früchte der Tomaten mehr GABA, ein biogenes Amin und Botenstoff, enthalten, was eine blutdrucksenkende Wirkung haben soll. Mit chemischer Mutagenese konnte in diesem Zielbereich bisher keine Mutation eingeführt werden, mit CRISPR-Cas hingegen schon. Ich habe euch in diesem Video gezeigt, wie mit der einfachsten CRISPR-Cas-Anwendung SDN1 komplexe Veränderungen im Erbgut von Pflanzen bewirkt werden können. Komplexe Veränderungen werden meist durch mehrere kleine Änderungen der DNA-Sequenz erreicht. In der Summe können Pflanzen mit neuen Genotypen entstehen. In den nächsten Videos gehe ich näher auf die Risiken von CRISPR-Cas ein. Ich werde darin über die ungewollten Auswirkungen sprechen, die solche tiefgreifenden, beabsichtigten Veränderungen auf natürliche Wechselwirkungen haben können. In einem weiteren Video erkläre ich euch, welche ungewollten Veränderungen im Erbgut durch die Anwendung der Genschere und durch den Einsatz der alten Gentechnikverfahren bewirkt werden können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weitere Informationen findet ihr unter www.fachstelle-gentechnik-umwelt.de.